Florent Schelling, der SC Bern muss zum vierten Mal in Teamquarantäne. Was ist Ihnen durch den Kopf gegangen, wo Sie von dieser Nachricht erfahren haben? Ja, wir bedauern das natürlich sehr. Wir haben Fahrt aufgenommen in den letzten paar Wochen, in den letzten Spielen, sind wirklich in einen Rhythmus hineingekommen, haben ein unglaubliches Kämpferherz gezeigt und jetzt so etwas. Jetzt sind wir schon wieder in der Quarantäne und das ist natürlich sehr enttäuschend. Wir wollten das beweisen, dass wir es so packen können und jetzt ist es halt anders gekommen. Sie haben es gerade angesprochen, die Quarantäne kommt im Wortsinn zur Unzeit. Oder? Das ist jetzt die Schlussphase von der Qualifikation. Es steht das Pre-Playoff an. Wie sehr belastet das eine Mannschaft, jetzt in der Endphase vor der Crunch-Time da aus dem Verkehr gezogen zu werden? Das ist sicher sehr belastend. Gleichzeitig, wir haben gewusst, dass es eine schwierige Saison gibt. Wir haben gewusst, dass Corona präsent ist und dass es uns jederzeit wieder treffen kann. Das sind Fakten, das haben wir alle gewusst. Und jetzt ist es leider wieder so weit. Gleichzeitig geht es jetzt darum, wieder das Beste können rausholen aus der Situation, in der wir jetzt drin sind. Trotz Quarantäne die Mannschaft so gut wie möglich können vorbereiten, so dass, wenn es dann in den Pre-Playoff losgeht, dass wir parat sind. Jetzt ein einziger kleiner positiver Nebeneffekt. Der SCB ist sicher dabei. Das ist das Einzige, was man eigentlich rausnehmen kann aus dieser ja, doch erneuten negativen Mitteilung oder Meldung. Ja, das ist es so. Wir sind in den Pre-Playoffs dabei. Klar ist das sehr positiv. Wir haben das aber wollen spielerisch beweisen, dass wir in die Pre-Playoffs gehören. Haben sich die Fälle wieder gehäuft? Neben Ihnen ist auch Biel in der Quarantäne. Wenn man sieht, wie die Zahlen plötzlich wieder steigen oder auch der Virus mutiert, hat man dann als Sportchefin plötzlich ein bisschen Angst, dass dann alles noch zusammenstürzen könnte wie ein Kartenhaus oder blendet sie das völlig aus, weil Sie es vorhin auch schon gesagt haben, alles so unberechenbar ist? Jetzt haben wir schon so viel Ungewissheit gehabt, eigentlich die ganze Saison durch. Das ist jetzt, wenn man es so kann sagen, es ist nichts mehr Neues und es geht wirklich allen genau gleich und jetzt fahren wir genau so weiter. Jetzt wissen wir sind in der Quarantäne. Sobald wir aus der Quarantäne rauskommen, dann geht es los. Vielleicht aber auch nicht. Also vielleicht hat es bis dann eine andere Mannschaft getroffen. Es ist extrem viel Ungewissheit rum. Gleichzeitig hoffen wir, dass selbstverständlich, dass alle gesund bleiben und wir die Pre-Playoffs sowie auch Playoffs können fertig spielen. Gut, vielen Dank. Dann wünschen wir doch gute Gesundheit, trotz allem nach Bern. Danke vielmals, Florence Merci Schelling. vielmals.